Da waren Liverpools Fans noch voller Siegeshoffnung. Groß ist ihre Enttäuschung nach der Niederlage. Torwart Karius wird in den sozialen Netzwerken jetzt gar mit dem Tod gedroht, wegen seiner schweren Patzer. Die Polizei ermittelt. Auf Twitter entschuldigte sich Karius bei seinen Fans. Habe bis jetzt nicht wirklich geschlafen. Die Szenen laufen mir immer wieder durch den Kopf. Es tut mir unendlich leid für meine Teamkollegen, für euch Fans und für alle Mitarbeiter. Ich weiß, dass ich es mit den beiden Fehlern vermasselt habe und euch alle enttäuscht habe. Feiern konnten die Real Madrid-Fans. Real hatte Liverpool mit 3:1 geschlagen. Karius hat eine tolle Saison gespielt, verteidigte ihn Trainer Klopp. Ich fühle wirklich mit ihm. Niemand will das. Und ja, das ist eben die Situation. Die Fehler waren offensichtlich. Wir müssen nicht darüber reden. Es ist alles klar. Er muss damit umgehen. Wir müssen damit umgehen. Das werden wir tun. Karius könnten die Patzer die Karriere kosten. Schon vor dem Spiel war er umstritten. Britische Medien berichten, dass Trainer Klopp nun versuchen will, Alisson Becker von AS Rom nach England zu holen. Ihnen würde es vermutlich auch gefallen.